So, mal sehen, ob der Stream startet. Ist der Stream da? Der Stream sieht da aus. So. Let's get going. Let's entwickeln weiter. So, wir haben noch hier unser Vault-System, das Geldsystem. Ich wiederhole nochmal kurz, was ich gerade mache. Wir entwickeln ein Betriebssystem für Minecraft in gewisser Weise. Und das heißt, wir können in-game reingehen, andere Entwickler können Apps erstellen und diese sind dann in einer Art Home-Desktop-Menü verfügbar. Und wir bieten halt in gewisser Weise eine API für Apps mit einer Standard-App. Mit allem Möglichen, was man halt braucht. Wir haben hier noch die Money Utils, die für das Geld zuständig sind, aber die müssen komplett recoded werden. Das ist absoluter grausamer, schlechter Code hier. Und dazu nehmen wir erstmal hier das Static überall raus, ja, weil das geht schon mal gar nicht. So. Und das ist auch keine Utils-Klasse, sondern wenn dann ein Manager, ja, weil es ist Util ist immer Static. Und wir nennen das Ganze um. So, gut, das passt erstmal. Dann gehen wir jetzt rein. Das können wir auch umnennen zum Konstruktor. Wir verschieben, das wegnehmen. Money Manager Plugin. Genau, dann ziehen wir uns darüber Vault, wenn es existiert. Und wenn Vault existiert, erstellen wir Vault Money. Damit können wir nämlich einen Soft Depend zulassen und erlauben, dass das System auch ohne das Ganze funktioniert. Genau, gehen wir in die Main. Da müssen wir jetzt erstmal unser Extra hinzufügen. Und dann haben wir den Money Manager hier drin. Schön chillig da. Und jetzt müssen wir noch an der richtigen Stellung das hinzufügen. Einfach hier unten, da wo er davor erstellt wurde, ist gleich New Money Manager. Wir geben this. Und packen den Strichpunkt dahinter. Gut, jetzt brauchen wir noch schnell den Getter. Einfach hier hin, Alt Enter und Getter. Da. Wir haben da oben einen Codefehler, weil man Utils noch drin steht. Genau so. Einmal ein Testbild, damit wir die Fehler sehen. Weil die Klasse ja aufgerufen wird, spätestens vom App Store wird sie aufgerufen. Weiß nicht, ob auch noch an einer anderen Stelle, aber ich denke nicht. Komm, Parsing Java. Ich weiß, dass es das nicht findet. So. Gut, das sollte man vielleicht normalerweise nicht so machen. Money Manager, dann lagern wir das ein bisschen aus. Ziehen wir uns jetzt über das Plugin, ziehen wir uns einfach schnell den Money Manager. So, und hier noch Money Manager. Passt. Damit ist die Bezahlung abgeschlossen. Wir können das Ganze direkt mal testen. Build Artifacts. So. Ihr werdet gleich auch was sehen. Ich muss nur nebenbei erstmal die ganzen Ordner öffnen. Einmal mit die Artifacts gehen. Und den Server hier öffnen. So, da läuft es. Da läuft die Konsole. Was immer. So,
Ganze sollte auch angezeigt werden. Ich check nochmal OBS, aber ja, ist da gut. So, das ist gestartet, mein OS enabled, richtig. Gut, dann gehen wir mal rein, einfach hier auf den Localhost. So, und öffnen wir den Computer, hier, Map. So, gehen wir mal mit A und D auf den Shop, Base. Und die haben wir schon auf. Ich muss jetzt schließen. Okay, gucken wir mal in die App rein. Das ist eine kleine Test-App, die ich noch geschrieben habe, um so grundlegende Funktionen zu testen. Wir sind hier drinnen, if input ist gleich jump. If clicked. Shut down. Out. Testen wir mal, ob das aufgerufen wird. Und von A nach B verschieben, Datei im Ziel ersetzen, alten Server stoppen hier, starten. Sollte man aufhören, den Input hier angeben zu lassen. Space, kann man nochmal Space drücken, dann erscheint der rote Pixel oben, das erste Mal. Und jetzt wird es eigentlich off. Es zeigt auch off in der Konsole ab. Wieso fährt Shutdown das nicht runter? Ich weiß, dass Handle Input standardmäßig, wenn man Shift drückt, die App quittet. Das ist eine Standardfunktion, die man einfach weglassen kann. GetComputer.stopApp Shutdown schaltet den PC aus. Da war ja was. GetComputer.stopApp. So, jetzt haben wir das. Gibt doch bestimmt eine Alternative zur Map Palette. Ah, ich habe keine Ahnung welche. Gibt es eigentlich, wenn ich jetzt leave, ja, und wieder connecte. Was habe ich denn in der Hand? Dann habe ich den Computer in der Hand, genau. Passt perfekt. Wenn ich jetzt... Bei Stop macht es das nicht, weil Stop ja kein... Ah, ich weiß wieso. Bei Stop hört ja kein Leaf auf. Ich möchte mal was testen. Name. Und disable. Sound. Player. Bucket get player. So. Dann schauen wir mal. Und starten. Eins. Okay, das ist super. Das ist etwas, was ich nicht gedacht habe. Dann machen wir es einfach mal vor. Layer. Und Bucket. Und Get Online Players. So, dazu gehen wir mal in das Join Leaf Event. Was machen wir dann nochmal bei Leaf? Ist ein sehr altes Plugin von mir. Ja.
Geschweifte Klammer brauchen wir erstmal nicht. Allgemein brauchen wir das hier gar nicht. Legen wir das hier zurück. Genau, Remove User sollte eigentlich alles machen, ja. Ah, schließ den Computer. Genau, das erinnert mich daran, an On-Enable müssen wir auch irgendwie mal, falls man Reload macht, Player.getUniqueID. Jetzt sollte das theoretisch funktionieren, dass ich reloaden kann, Rebuild. Und jetzt können wir es einfach hochladen. Ziel ersetzen. Wenn es testet, pushen wir. Achso. Flying aus. Das muss ich noch irgendwie beheben, dass man nicht in der Luft das öffnen kann. Flying steht, glaube ich, in Server Properties. Komm, Atom, öffne dich heute noch. Das nochmal. Ah, das war die Berechnung von Stats, was anders angeht. So. So. Ach so. Allow flight. Ah, das war's. True. So. Das war alles, was wir davon brauchen. Jetzt werden wir nicht mehr gekickt, wenn wir fliegen. Ich öffne mal nebenbei Discord, einfach nur damit ich mitbekomme, dass die Welt untergeht. Das ist doch immer toll. So. Guy was map comeback. Das freut mich aber. So, genau. Was wollten wir jetzt machen? Pushen. Erstmal committen und pushen. Haben wir da geändert? Shutdown. Können wir da einfach alles zusammenpacken? Changed Money Utils Manager ist immer noch nicht optimal gelöst, aber das reicht erstmal fürs erste. Commit. Genau, haben wir den ersten und das nächste hier. So, bin doch eben schon dabei. Egal, das kommt mir nochmal darunter. Eigentlich. So, jetzt. Board. So, mal commit und push. Some files contain problems or errors. One warning. Review. Okay.
egal, dies kann bleiben. Und dann pushen wir. Guck mal, formatieren wir mal das Ding hier ein bisschen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schöner, Start. Money Manager sollte eigentlich davor initialisiert werden, aber gut. Genau, da haben wir so ein bisschen Tief Events. Lagern wir auf. So. Die Methode müsste klein genannt werden, dieses. Man schreibt keine Methoden groß, Leute. Das denke ich mir. Was habe ich mir gedacht, genau genommen? Winter. So, schauen wir mal rein. So, ich habe mir ein paar Sachen eingestellt und alles läuft. Genau, was können wir als nächstes machen? Was haben wir bisher? Was haben wir noch nicht? Außer des Flying-Zeugs. Genau, das richtige Öffnen. Gut, jetzt haben wir ein Basic Command? Nein. Basic. In Class. Basic Command. Den Code kopieren wir jetzt einfach von einem anderen Projekt. File open recent MineOS in einem neuen Fenster. Ich probiere jetzt einfach mal das hier. So. Genau, jetzt sollte er sich selbst registrieren. Es gab bestimmt eine bessere Möglichkeit.
erinnere mich nicht, nur nicht daran. Genau, es ist ein uraltes Projekt, wo ich das rausgekramt habe gerade. Gibt doch bestimmt irgendwas Besseres. Wo ist es denn? Es im Hubsturm. Ist es denn? Wie habe ich das genannt? Das aus der Recent-Liste raus. Das ist schon traurig. Das ist es auch nicht. Ich habe zu viele Projekte leider. Brigitte Overwatch. Da ist es. Was ist das? Da gibt es auch einen Basic Command und der sieht nicht ansatzweise anders aus. Okay, ganz ehrlich, ich gebe noch eine, ich habe noch einen letzten Versuch. Das ist es nicht, das hat keine Commands. Dann nehmen wir einfach die, die wir jetzt haben. Stellen wir ein Package für Commands, weil so viele haben wir jetzt gerade erstmal nicht. Erstmal hier. Was brauchen wir dafür? Wie soll das heißen? Genau. Mein. Mein OS. Das ist unser Base Command, den wir hier haben, mein OS Base Command. Dann packen wir einfach ein paar Subcommands rein und hier vorne einfach ein Extends Basic Command. Egal, wir haben einen Zuschauer. Hallo, einer Zuschauer. Wie geht's? Wie steht's? Genau, die Main lassen wir übergeben. Den Namen wählen wir aus. Moss. Genau, das hat ein cooles Sub oder ein halbwegs okayes, gutes Wort. Sub-Command-System drinnen, genau hier. Wir müssen nur die richtige Main.
So, dazu brauchen wir erstmal hier eine ArrayList. Subcommands. Genau, dann haben wir einfach hier eine simple Methode, die das Ganze etwas schöner macht. Damit können wir Subcommands hinzufügen. Und jetzt, was war es nochmal? Das hier war es. So, das ist natürlich hier. So, das sollte passen. Jetzt müssen wir es wieder anpassen hier mit der Größe, weil das andere war ja viel. Hatten wir davor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hatten wir. Und wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 15 minus 6 ist ganz einfach 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann sollten wir eigentlich auf die Länge oben kommen. Also so aus. Gut, fügen wir den ersten Subcommand hinzu, den wir brauchen. Und das wäre der Open Computer Befehl, damit wir an den Computer drankommen, ohne dass wir jetzt rechtsklick machen, ohne dass wir einen Computer haben. Open Computer. So, hier einfach ein simples Extends Basic Command. Hallo Zuschauer. Nicht Basic Command, ein Sub Command. Bei einem Basic Command ist es ja nicht. Und noch den Konstruktor hinzufügen, danke. Haben wir alles. Das kann man erstmal neu vorgeben. Das hier ist Open. So, Permission ist keine erstmal. Das darf jeder machen gerade. Das werden wir später noch registrieren oder werden wir später noch regeln. Wie benutzt man es? Ganz einfach. Oder Usage. Genau, MOS open, return true. If sender instance of player standard, packen wir den Standardkram hin. So, das machen wir, das kehren wir nochmal um. Klammern zu, sagen wir return, das heißt Konsole auf, return true. Aber ganz ehrlich, wer den PC in der Konsole probiert zu öffnen, hat auch schon irgendwie Pech gehabt. Das kann man später theoretisch noch schöner machen, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr nicht. Wir sagen, nein, falsches Packet-Type, Player, Player ist gleich. Kommen wir drauf. Ja. So, dann brauchen wir noch unseren. An den Spieler gibt es den Player. Es gibt ja den Player Manager. Der User Manager. Dann heißt es Plugin. Plugin mit U. Dot get User Manager. Dot get User Player. Dot get ID. So holen wir uns sozusagen den User. Nicht nur sozusagen, sondern auch tatsächlich. User, User. Das ist unser PC-Benutzer. Gehen wir noch schnell. If User durch null. Dann senden wir ihm eine Nachricht. Send Message.
Paragraph C. Oops. Der jetzt falsch. Doppel R. Facebaum. Accurate. You should consider reconnecting. So, das heißt, der PC wurde beim ersten Mal nicht geladen und wenn er reconnected, sollte der ja wieder da sein. Return true. Und ansonsten muss man den Plugin-Autor kontaktieren, weil es einen Fehler gibt. Also nicht. User. Computer. Genau. Müssen wir noch in den Command hier rein und hier sagen as subcommand. Und ich kann es überlegen, wie heißt es nochmal? Genau, new open Computer. Gehen wir in die Main, registrieren unsere Commands hier direkt dahinter, Register, genau, nur ohne Events, sondern mit Commands. Was denn? Alter. Es gibt irgendetwas, was es importiert, was Register Commands heißt, was absolut falsch ist. Private Void Register Commands, da wird es uns schon vorgeschlagen. Schön, und jetzt sagen wir einfach New Mine OS is Command is. Okay, damit sollte das laufen. Wir testen jetzt. Build was? Build Artifacts, Build. Von Verzeichnis 1 zu Verzeichnis 2, Datei im Ziel ersetzen. Dark Bad. Okay, on enable, add subcommand, mine os base command 21. Wir müssen natürlich noch die Liste erstellen. Aber es geht ja wie nichts, ratzefatze. Wie man so schön zu sagen pflegt, Datei im Ziel ersetzen und da läuft er wieder. So. Nehme an, ich kann jetzt mit. Was? Mit Moss sollte es mir eigentlich die Hilfe senden. Oder? Eigentlich schon. Die Permission leer ist. Ich. Das können wir jetzt, wir können jetzt erstmal den Befehl testen. Must open. Okay, da passiert erstmal gar nichts. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Permission. Dann stoppen wir das Ganze mal. Anscheinend ist die leere String Permission auch eine Permission.
Und da ich gerade kein OP bin auf dem Server, komme ich da nicht dran. An error occurred. The mission name cannot be null. Dann machen wir es einfach etwas anders. Hier ein kleines Oder ein. Und selbiges bauen wir auch einfach hier ein. Überprüfen auf die Permission, bauen eine extra Klammer auf. So. Läuft alles, läuft alles, läuft alles. Na. Vielleicht den alten Server stoppen. Okay, Maus open. Gehen wir mal wieder raus aus dem Computer. So, dann gucken wir mal weiter. Was? Ich hätte jetzt gerne noch, dass das irgendwie Switch-Event abgegriffen wird. Big Void Switch. Gut. Weiter. Switch. Event. Na, dann gucken wir einfach mal kurz hier rein in Source Code. Block öffnen, Bucket rein, die Event und jetzt Inventory. Der Inventory, ich glaube, es ist bei Player. Dann heißt es wohl, was Google anwerfen. Event on selected 2.
okay. Wie kann sowas 288 Downloads haben? Das ist ja nichts, das ist ja einfach nur ein Event abgefangen. Und dann... Unfassbar. Dann probieren wir mal das. Player Item Held Event, okay. If, then, if. Backen. Get User Manager, weil wir wollen ja nicht, dass er das switcht, wenn er gerade am PC ist. Get User Event, get. Dot get unique ID dot is in computer event. So, dann hier noch ein add event handler in Klammern priority. Stop. Damit wir auf gar keinen Fall unterbrochen werden. Überschreiben und starten. Run. Dann wechseln, wir öffnen den Computer. Können nicht mehr wechseln. Damit, das geht noch. Okay. Das geht auch noch. Witzig. Und es wechselt das von beiden. Finde ich noch viel besser. Weil sie wahrscheinlich denselben Map-View verwenden. Interesting. Interesting. Very, very, very interesting. Cooldown ist irgendwie schon lang. Wenn ich jetzt gedrückt halte, dann wechselt es. Dem würde ich gerne noch etwas anpassen. Aber erstmal machen wir ein, zwei Commits. Das kommt hier raus. Edit Command System. Einfach ein C, packen wir auch die beiden wieder raus. Mit. Nächster Commit. Mit.
Und dann noch einen letzten Commit, den wir aber jetzt noch nicht machen, sondern erstmal müssen wir noch auf das Inventory Click Event. Machen wir das denn? So, das ist das Item, was geklickt wurde. Das Ganze hier. Disallow taking. Ja. Okay. Item. Aber ich weiß, wie man es einfach ganz einfach macht. Wir können einfach sagen event.getPlayer. Klick dort. Get Main Hand, was ist das? Odd Main Hand, gut. Da warten die als Antwort, weißt du, so Get Main Hand, das gibt natürlich die Hand zurück, aber. Get Inventory. Müssen wir da über Inventory mit. Durch den Item Stack. Davor muss er noch kurz. If Item Stack not equal null. An der Stelle sagen wir Event. Cancel. Weil dann probiert er das Item zu bewegen. Was ja. Oder was das Hauptitem ist. Und hier noch ein Turn hinter. Genau, jetzt haben wir noch eins. Genau, weil wenn er das ist, dann kann er immer. Also jetzt testen wir. Mir fällt noch eine Möglichkeit, die vielleicht funktionieren würde. Wäre mit einem Drop, dass man einen anderen PC draufzieht. Also momentan könnte man andere, wahrscheinlich andere Computer auf deinen aktuellen Computer draufstecken. Und wenn du dann drauf gehst, dann würdest. Oder wenn du dann aus deinem PC rausgehst, dann löscht es den einen. Und du könntest das Item noch rauswerfen mit Q. So, F geht nicht. Schauen wir mal. So können wir es auch nicht auftauchen. Okay, wir können auch nicht bei aufeinander legen, obwohl sie eigentlich genau dasselbe sind.
Spiegel ist. Was denn? Vielleicht weil es ein ungültiger Computer ist. I don't Knopf. Siehst du mir mal? Ach so. Ja, natürlich. Wir müssen natürlich erstmal überprüfen, ob der überhaupt in dem Ding drin ist. Und außerdem können wir dann hier einfach mal den Player anspeichern. Player, gleich get event, get picked. So einfach. Ah, da haben wir einen Zuschauer. Hallo Zuschauer. Gut, dann haben wir das. Problem. Handproblem gebannt. So. Jetzt sollte man nur noch das Ganze öffnen können, wenn man das Ganze über den User macht, wenn man eingeloggt oder wenn man drin ist im PC. Ich entwickle in gewisser Weise ein Betriebssystem in Minecraft drin, also eine Art Computer. Du kannst gleich sehen, ich öffne es gleich. Einen Moment, ich muss gerade noch auf den Server ziehen. So. Und dann können andere Entwickler, beziehungsweise man kann als Nutzer, als Server oder dann Apps drauf haben auf dem PC. Ich muss erstmal den alten schließen. Das können von irgendwelchen Bank-Apps sein, wo die User ihr Geld irgendwie hin und her verschieben können, zu irgendwelchen witzigen Minigames, Plattformern oder whatever. Also was man sich auch immer überlegen kann. Könnt ihr jetzt bitte über... Okay, so. Jetzt starten wir das Ganze. Ich habe nur ein paar sehr simple Sachen jetzt aufgesetzt, also zum Zeigen. Also jetzt kein Plattformer gerade da. Genau, wir sind jetzt drin, wir haben das Computer-Item gerade in der Hand. Und den können wir jetzt einfach öffnen. Dann haben wir hier den Computer in der Hand. Öffnet sich, der Ladebalken füllt sich kurz. Hier sind wir gerade im Hauptmenü. Hier können wir natürlich verlassen, das ist die Test-App, das ist die App-Store. Oben wechselt sich auch der Name ab. Man könnte hier in den Shop rein, aber da habe ich gerade die einzige App, die es dort drin gibt, gekauft. Ich kann gleich mal das Ganze löschen, dann sieht man den Kaufprozess. So, was wir eigentlich testen wollten, oder was ich gerade testen wollte, ist, jetzt kann ich es nicht auf den Paar nehmen. Jetzt den Computer verlasse. Kann ich das komplett. Gut, das ist perfekt. Das Ganze wird natürlich über WASD gesteuert im Menü, das heißt, mit zum Beispiel D kann ich jetzt gleich nach rechts und links gehen. Der Home-Bildschirm oder der Boot-Bildschirm ist noch nicht ganz fertig. Es gibt zwei verschiedene Views. Einmal den Map-View. Das ist der, den wir jetzt gerade sehen. Und es gibt einmal den Inventory-View. Das heißt, das ist ein Inventar-Bildschirm wie der normale Desktop. Das heißt, du kannst darauf Apps haben. Die kannst du von A nach B verschieben. Du kannst später auch noch kopieren und so ein Stuff machen. Momentan benutze ich das nicht, weil die Map-View eigentlich extrem cool ist. Und weil... die App-Liste noch nicht fertig ist auf dem Desktop, das heißt, um natürlich irgendwie die Icons oder die Apps, wenn du irgendwie 50.000 Apps hast, passen nämlich alle auf deinen Desktop, das heißt, es gibt eine App-Liste und dann kannst du eine Verknüpfung erstellen und so kommt die dann auf den Desktop. So, ich kann mal kurz den Kaufprozess zeigen. Wo ist es denn? Muss ich nur einmal hier rein? Und den die alten User-Daten löschen. Man kann natürlich die User-Daten auf MySQL oder halt File haben. Das kann man in der Config alles einstellen. So, starten wir wieder. So, jetzt sollte ich da nichts besitzen. Genau, jetzt habe ich hier nur den App Store und Leaf. Ich kann jetzt einfach hier drauf gehen. Hier sehe ich jetzt Price Free und halt eine kleine Beschreibung. Die ist eigentlich nur Amazing Tests gerade. Natürlich können die App-Entwickler ihre eigenen Images hier einfügen. Ich entwickle schon seit 8 Jahren. Schon,
schon sehr, sehr lange. Also nicht sehr, sehr lange, aber schon ein bisschen was. Genau, also man kann ganz leicht wirklich Apps dafür entwickeln. Und das kann ich jetzt auch einfach kaufen. Jetzt könnte ich mit Sneak abbrechen oder mit Jump das Ganze kaufen. Wir können jetzt einmal abbrechen und dann hier nochmal bestätigen. Das Ganze ist mit Vault oder Vault-kompatibel. Genau, successful, purchase successful. Schön hier mit der tollen Schrift, da tatsächlich Arbeit. Genau, jetzt haben wir es gekauft und jetzt können wir hier die App in unserem Hauptbildschirm sehen. So, dann springen wir mal hier rein. Da haben wir den Kram. Committe das Ganze mal kurz zu GitHub. Das Projekt ist natürlich Open Source verfügbar auf GitHub. Das heißt, man kann einfach jederzeit in den Source Code reinschauen. Der Link ist, glaube ich, hier im Stream drin. Und dann kannst du dir den anschauen, falls es dich interessiert, wie das Ganze funktioniert. Der Code ist stellenweise nicht so schön. Das ist ein altes Projekt von mir, was ich mal vor ein, zwei Jahren gemacht habe und jetzt wieder begonnen habe, ein bisschen zu entwickeln. Genau, ist Able Interaction with the Item when open. Commit and Push. So, jetzt haben wir die letzten Änderungen gleich hochgeladen. Ah. Das Ganze braucht nur Protocol-Lib als Library. Weil ich das damals nicht anders lösen wollte an einer Stelle und das leichter oder versionskompatibler jetzt ist für mich als Entwickler. So, dann gehen wir mal hier unter Computer Apps, genau, da war das. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was man jetzt in der kleinen Test-App einbauen könnte. Aber an sich funktioniert so eine App, oder ist so eine App super simpel zu erstellen. Wir brauchen noch eine Standard-App, wir brauchen eigentlich noch eine Settings-App. So etwas, was man erstellen könnte. Settings-App. Ah, ich hab's nur Settings genannt, App. Alt-Enter. Extenden die Standard-App. Und hier geben wir New Settings App. Gehen wir mal neu an. Und Set Computer, Computer. Genau, so, hier haben wir den Registry Name. Der ist natürlich irgendwie Settings. Wir haben hier einmal ein Item-Stack-Item, das wir angeben können, falls es halt in diesem Chest-Inventory drin ist. Was machen wir dazu? Ich glaube einfach hier ein Standard-Material-Item. Was ist denn gut für Settings? Gutes Symbol dafür. Lever? Was man damit machen könnte, mit dem, also du könntest als Entwickler, ja, es gibt leider kein Zahnrad in Minecraft, das ist jetzt, also das Zahnrad ist eine gute Idee für die Map, aber es gibt ja auch das Chest-Inventar. Dann an der Stelle müssen wir halt, fürs Chest-Inventar müssen wir halt irgendwelche Standard-Items von Minecraft verwenden. Als Entwickler kann man rangehen und eigentlich alles damit entwickeln. Du kannst halt, das hat halt so eine Standard-Inputs, weißt du, du kannst halt einfach sagen, okay, on B, on A, on D und so weiter und so fort und dann halt Sachen machen, den Screen umschreiben und so weiter und so fort. Es geht halt super leicht damit, irgendwas auf einer Map darzustellen und das ist halt direkt da integriert. Als Server-Owner kannst du hingehen und einfach Plugins aus dem Internet ziehen. Es kommen auch eine Bandbreite von Standard-Apps mit, die man in der Config dann aktivieren und deaktivieren kann und irgendwie konfigurieren kann, wie viel die kosten und so weiter und so fort. Vielleicht ein gehen wir einfach mit einem Lever für das Item hier. Komma, irgendwie hier Settings in
Golden. Ich glaube, das wird sowieso eingestellt und Lore brauchen wir nicht. Genau, jetzt kommt das eigentliche Ding, ein Icon. Das Icon nennen wir das. Ich gehe mal hier, es gibt ein Resource. Wie heißt der? The Utils. Textures, Basic Resources, genau. Dann komme ich an meine Standardbilder ran, Basic Resources von Get Basic Image. Wie machen wir es da? Icons, da haben wir den Ink. Das wäre der vom Shop. Settings. Und hier der Display Name ist Settings. Und jetzt kriegst du auch dein Zahnrad. Öffnen ein Zeichending. So. 46x46, soweit ich weiß. Guck mal rein. So. Schauen wir mal hier unten. Das sieht doch mal stark nach 64x64 aus. Du meinst das hier? So ziemlich. Ich kann das mal gerne aufklappen, aber das reicht, glaube ich, gar nicht für die eine Seite. Da muss man theoretisch hier ein bisschen scrollen. Also das hier sind die paar Klassen, die dafür zuständig sind. Als Entwickler kann man eigentlich nur mit einer einzigen Klasse auskommen. Aber an sich ist das das, genau, ist das das Projekt. So, Zahnrad. Welche Farbe wollen wir denn dafür? So ein Grauton? Genau, dann gehen wir noch hier ran. Ich hätte gerne einen dunkleren Farbton. So. Vielleicht kann man es auch so als Umrandung wählen. Dunkleren Farbton. Das muss sein. Genau, und jetzt einfach dem. Größe auf 1 setzen und hier kurz die Lücken auffüllen. Da sind noch 3 Lücken. So, und jetzt hätte ich gerne wieder den dunklen Farbton. Also, und was war immer das für. Das ist natürlich blöd. So, lösen wir es auf und malen es einfach von Hand den Kreis. Auf Fullscreen, dann kann ich besser arbeiten. Bin leider kein Pixelart-Gott, würde ich jetzt mal sagen. So. Wir den äußeren Ring und jetzt können wir hier rangehen und so Zahnrad-Dinge einbauen. Ja? Ich würde gerne noch was Schattierung ein. So, und jetzt brauchen wir das Ganze noch für die äußere Umwandlung, um das heller zu machen.
das Ganze auch ein bisschen formiger, sage ich jetzt mal, wirkt. Genau, das sieht doch schon mal etwas besser aus. Ich würde gerne noch hier so machen. Noch etwas zurückgehen. Naja, und noch hier die Gegenseite holen. Voilà. Genau, es sieht doch schon mal ganz schön aus. Jetzt brauchen wir halt, wie gesagt, noch die Räder, die Zähne. Zähne des Zahnrads. Aber so viel Code ist das gar nicht, was ich da habe. Die meisten meiner Projekte sind etwas größer. Mit etwas meine ich sehr viel. So. Den Zahn noch. Ich könnte das. Hätte es auch einfach auf eine andere Ebene legen. Brauche ich ja gar nicht, weil es kann. Ja. Auch eigentlich nur eine Seite davon. Das Ganze auf einer anderen Ebene. So, weil wir brauchen ja nicht das eine, sondern wir brauchen ja auch noch hier. Wo ist denn hier die Kante da? Ja, der muss irgendwie noch eins größer sein. So ist es schon besser. Genau, und dann wir hier noch färben. Kopieren wir. So, kopieren wir das, pasten das. Edit. Paste. Edit. Ach so, ich vergesse immer Edit, Rotate Counterclockwise, Edit. Paste, Edit, Rotate 90 Grad Counterclockwise, Edit, Rotate Grad Counterclockwise. So, jetzt haben wir es vollständig. Mehr oder weniger, außer diese eine Ecke, die gesagt hat, nee, das nicht. Hat sich verabschiedet von uns die Ecke offensichtlich. 1, 2, 3, 4, 5 waren das. 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, oben kommt die obere Linie. Für das 1, 2, 3, 4, 5 Linie. Eins, zwei, drei, vier. Oh, bin ich unfähig.
Nicht mal gerade. Hey, wir haben einen zweiten Zuschauer. Hallo, zweiter Zuschauer. Das sieht doch mal schön aus für ein Settings-System oder Zeichen. So. So, müssen wir richtig speichern. Save as. GitHub. Wo haben wir es denn? Ich kann ja mal zeigen, was ich gerade mache. Resources, Images, Icons, da so, und das hier hieß jetzt Setting. Settings, das speichern wir noch. So. Jetzt sagen wir noch, ist Standard App und das setzen wir auf True, weil es ist ja eine Standard App und die sollte nicht jeder haben. Was wäre ein Gerät ohne Standardeinstellungen? Genau. PC, Brand, hier irgendwas. Ich muss gerade überlegen, wie wir es registrieren. Router? Nein, der Main-Klasse natürlich. Hör darauf. Router zu registrieren wäre ja absolut sinnfrei. Und jetzt können wir direkt schon pushen, nicht pushen, aber schon testen, wenn ich mal den richtigen Button hier bild. Schauen wir mal, wie es startet. Okay, gibt schon mal keine direkten Fehler. Testen wir. Hat schon mal geladen. Und da ist Settings. Okay. Da haben wir das. Guckt, schon haben wir die Settings eingefügt. Settings ist zwar noch leer, enthält noch nichts. Aber da können wir jetzt die ersten Optionen einfügen. Zum Beispiel können wir erlauben, dass man endlich mal die Type hier ändert. Genau, so. Liest mir das dort. Ich muss gerade überlegen, es gab irgendeine Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Ganze startet. Wo wir da dabei sind, ich empty app. Danke MySQL. Das wollte ich wissen. So, commit. Settings werden hinzugefügt. Gut, wo ist es denn? So, get new instance,
mit dem Computer. Dafür schreiben wir uns mal ein Settings-Objekt rein. So. Vielen Dank fürs Abo. Oder für das, ja, für das Abo. Ist schon richtig, grammatikalisch. So, Settings. Objekt. Was haben wir denn für Settings? Wir haben einmal hier Private. Wie heißt die Nummer? Render Type. Genau, das Ganze soll als Settings serializen. Serialize. Möchte ich nur noch wissen, wie die Serialization genau hieß. Sollte ich in meinem alten MLG-System, glaube ich, drin haben. Nein. Das ist die Source Location. Configuration Serializable, nicht Serializable. So, das zwingt mir nämlich eine Methode auf. Und die gucke ich gleich rein, direkt mit der nächsten. Beiden Copy. Brauche ich das nicht mehr, danke, tschö. Was? So. Gib natürlich hier einmal Settings zurück. Settings. Wenn ich hier Generate Constructor. Nein, hier. Sorry. Nur Add Constructor da. So, jetzt ziehen wir uns den Render-Type wieder theoretisch raus. Hier noch in die Main nach oben. Die Settings-App möchte nämlich ihre Settings haben.
So, wir überschreiben hier etwas Set-Computer. Genau. Wir haben hier unter Draw. Und wir haben eigentlich eine Liste von Settings, aber an sich würden wir jetzt die durchlaufen und dann erlauben, dass man die einzelnen Optionen ändert. Hat die App irgendwie einen Standard? Stimmt, get render. Wir machen jetzt einfach mal standardmäßig, dass es nur Inventar anzeigt. So, Null, Komma, Item, Deck, Gott.
So. Hier können wir mal. Hier können wir mal einen Bogen verschieben. So, die Code erstmal erstellen, damit wir sie nutzen können. Die toggelt einfach, die wechselt einfach durch. Falls wir noch mehr Rendering Modes hätten, würde sie dann automatisch durchwechseln. Und jetzt brauchen wir Get Computer und. Genau, und dann rendern wir einmal. Das machen wir nicht, dort ignorieren den Rest. Genau, was wir hier noch machen müssen, ist checken, in welchem Inventar wir sind. Event.get Inventory gleich getComputer.get Screen.get So, damit wir auch im richtigen Inventar sind, jetzt brauchen wir noch die Toggle-Option, die sagt gleich RenderType, momentan RenderType.ordinal plus 1 if RenderType.größer gleich RenderType.value Length ist, dann num gleich. Num. Und jetzt sagen wir hier render type ist gleich render type values. So, jetzt toggeln wir das Ganze, rendert den Screen neu, dadurch wird das angezeigt. Ich habe schon eine Idee, wie man es mit der Map auch machen kann, weil die Standard-Apps sollten am besten alle beiden Render-Types unterstützen. Aber momentan, gerade weil es einfacher für mich ist, das Inventory da zu machen. Aber nur das. Boah, ich feiere dieses Lied.
NCS hat schon geile Musik, da sind schon geile Lieder dabei. Guter Vertrag. An den sollte man. Den sollte man Musik machen, Alter. Werb euch jetzt, nee. Komm, was ist das, Minecraft 1.12.2? Mache Leistung hier. So. Genau, bei Close Inventory müssen wir noch theoretisch weggehen. Und den PC herunterfahren bzw. gehen. Warte mal. Hotbar enabled. Hotbar enabled. Gehen wir mal True zurück. Was war das nochmal? Ich glaube, damit konnte man die App wieder schließen. So. Ein simpler Bild. Und wieder hochziehen und gleich sind wir wieder dabei. Starten das Ganze. Los geht's. Hey, wieder ein Zuschauer. Hallo. So, öffnen wir den Computer. Ah, dieser Ladebildschirm. Triggert mich jetzt mal. Okay, wir können hier Shutdown machen. Das ist super. Erstmal PC deaktiviert. Danke. So, jetzt gibt es eine Nightpoint Exception danach. Ich glaube, das sollte so nicht, aber es ist auch egal, weil wir wollen die Hotbar nicht. Wir wollen eigentlich nur eine Option haben, um zurückzugehen. Irgendwie oben rechts vielleicht irgendwas rein. Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Ja, eigentlich müsste ich ins Close Inventory gehen und dann irgendwie, wenn eine App läuft, App schießen. Ansonsten. Das ist eine gute Idee. Jedenfalls Click to Toggle, das sollte das eigentlich wechseln. Ich glaube, hier wird gecancelt. Sound. Clicked. Item. Probieren wir das. Jetzt geht's. Ich kann immer noch mein Inventar umsortieren. Das ist gut. So, dann können wir die Debug-Nachrichten rausnehmen. Wir müssen theoretisch noch eine Möglichkeit bieten, dass man aus diesem Menü raus kann. Ich habe überlegt, ob man oben vielleicht so eine Windows-Zeile einbauen kann, wie bei Windows. Einfach hier so oben so ein X-Button einbaut. Den alle Leute drücken können.
Aber lass erstmal hier den. Wie, warte, wo ist? Lass mal hier kommen. Ja. Settings. Edit Settings. View. For. Type. Inventory. Let's see. Vielleicht speichern wir uns den User zwischen, holen wir uns den User. So, uns interessiert nur, wenn er im Computer ist. If user dot is, if user dot user dot running app does not equal. User.getRunningApp, dot get user dot get running app not equal null. Dann sagen wir user dot get computer dot close. Auf app schließen wir nämlich die app und else sagen wir user dot das ist jetzt kritisch. Das Problem ist ja nicht, dass dieses Event oben aufgerufen wird, auch wenn er das nächste öffnet. Event dort. Wie regeln wir das jetzt? Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Kann ich irgendwie nicht verhindern, dass er das macht? Da fällt mir irgendwann eine Lösung ein. Okay. Dann machen wir noch kurz die Standard-App-Settings kompatibel für andere Views. Dazu gehen wir hier rein. Raw.
Das machen wir nämlich nur, if happy ender get type gleich if render get render type gleich. Dann rendern wir es als H. Du Map. Geht noch. Genau, der Klick kommt ja sowieso nur, wenn der in der Map View drin ist. Genau, das kommt mir kurz. Date Settings. More Render Types. So, dann pushen wir mal. So. Okay. Wie öffnet es das jetzt? Achso, weil ich auf den Info-Knopf gedrückt habe. Bei Windows! Testen wir noch, ob alles halbwegs geht. Genau, nee, ich komme da direkt zurück. Test App auch direkt wieder. Genau, wir müssen jetzt halt noch Standardfunktionen einbauen. Ich würde sagen, ja. War es aber jetzt größtenteils. Ich füge jetzt noch ein paar Kleinigkeiten oder eine Kleinigkeit wie vorgenommen ein. Top. Das ist nur das ganze Move-Zeug. Ist das ein Computer? Ja. Stay for long. I'll grow back again.
kann man automatisch mitändern lassen. Okay, schauen wir rein, du Hotbar. So, ich werde langsam zu müde. Das hier war, glaube ich, 7, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, so, damit beende ich auch diesen Stream. Vielen Dank für die Leute, die nachträglich zugeschaut haben, die zugeschaut haben. Und bis dann, wir werden das nochmal machen. Bitte lasst Likes da oder schreibt irgendwas, falls ihr das nochmal sehen wollt. Und bis dann, tschüss.